Sache brennend interessiert. Sie ist bei uns und ich begrüße Nina Hagen. Hallo. Freut mich, grüß dich. Dann mache ich mir auch die Krawatte ein bisschen auf. Bitte schön. Apfelsaft? Du lebst ja gesund, du bist ja kein Alkoholtyp, ne? Nee. Prost. Achso, nee, so meine ich. Nina, natürlich, ich muss dich nach deinem Ehemann fragen. Ist er in der Nähe, oder? Ja, klar, der macht ja mit bei unserem Lied, was wir gleich vorspielen dürfen. Ist er in der Nähe, ja? Genau. Heißt der Ferdinand oder ist das ein anderer? Nee, Ferdinand ist der Vater von Cosma. Achso, damit du nicht Überblick verlierst, kommen sie alle auf den Arm. Ja, das ist Ferdi. Die Cosma, der geht's gut. Die hat auch inzwischen schon 6. Ja, Cosma geht's prima. Die hat viel Spaß in Ibiza gehabt. Und die ganzen deutschen Journalisten haben ja nicht so viel Spaß gehabt, weil sie sind ja irgendwie nicht mit aufs Boot gekommen, weil wir wollten ja irgendwie mal in Ruhe heiraten und uns in Ruhe daneben benehmen dürfen, ohne nicht, dass immer gleich alles steht. Und dann haben sie Sachen erfunden, zum Beispiel, dass wir uns gekloppt haben. Und klar haben wir viel Geld verlangt für die dicken alten Spiegelherren, aber ist ja klar, weil ein Spiegel kostet so und so viel Mark, 40 oder so und dann wird an viele Millionen verkauft. Warum soll man da als Mitbeteiligter, über den geschrieben und gewürzelt und geknipst wird, nicht auch was verlangen? Aber die haben ja nun jetzt zwischendurch gesagt, dass hier, dass es gar keine richtige Hochzeit war. Also du bestätigst hier in Nasiste, dass du nach allen Regeln verheiratet bist. Eine richtige Ehefrau und das dein Ehemann. Also eine echte Hochzeit. Ja, wir sind quasi verheiratet. Der Priester hat eine amerikanische Priesterlizenz. Die kriegt man für $10. Das ist aber gültig. Aber jetzt müssen wir noch mal in Reinickendorf oder wo das ist, noch mal aufs Standesamt gehen, damit er von seinem schrecklichen südafrikanischen Passport befreit wird. Weil mit dem blöden Passport haben wir immer Schwierigkeiten, Visums zu besorgen, weil wir ja weltreisend tätig sind. Er ist ja ein jüngerer Mensch. Weißt du genau, wie alt er ist? Ja, 17. 17. Ist er sich da schon der Tragweite bewusst? Ja, musst du ihn selber fragen, Mann. Er hat ja schon vor 2 Jahren bei mir zu. Also, wenn er da ist, wäre doch ein Jammer. Können wir mal einfach, darf er mal kommen, ja? Ja, da. Aber darf er raus? Muss er dich fragen, oder? Nee, wenn der Aufnahmeleiter schnell genug springt jetzt. Aber natürlich. Darf er mal den Gatten vielleicht kurz haben? Wäre doch toll, wenn er schon da ist. Sind doch alle gespannt auf ihn. Hast du noch viel Freude? Ich meine, ja? Ja, er ist schon mit der Maske. Ach, soll so kommen. Ach, da ist die Kleine. Guck mal, wie heißt sie nochmal? Cosma, nimm doch mal das Läppchen raus. Das haben ja... Ah ja, da ist der Herr Gemahl. Grüß dich. Servus. Tschüss. Na, siehste? Es gibt ihn also wirklich. Warst du in der Maske? Nee, bist jetzt noch nicht fertig, aber... Ah ja, er spricht Englisch. Englisch und ah, ja. Spanisch, ich Russisch und Deutsch. Und Sie sagt gar nichts, oder? Sie Englisch und Deutsch. Ich meine, grundsätzlich, du weißt, ich war ja mal Lehrer und ich mache mir immer Sorgen um so Kinder. Du meinst schon, als wenn sie in die Schule kommt und so, dass die anderen Kinder nicht sagen, guck mal, die ist so eine... Ah, komm mal, die geht in eine Waldorfschule, die Kinder sind alle alternativ erzogen und essen makrobiotische Diät, die kriegen keinen Krebs, weil sie in der Freiheit aufwachsen. Und aber erzogen schon, also wenn auch alternativ erzogen wirst du. Ich war im Berliner Krankenhaus für krebskranke Kinder und die Eltern waren auch da zu diesem Besuch. Und viele Eltern haben die Kinder dermaßen rumkommandiert und hat... Die eine Mutter hat immer gesagt zu dem 2-jährigen Süßling, nein, nicht machen, nicht. Und dieser Süßling schon, nein, der war schon total auf Roboter trainiert. Das war furchtbar. Und deswegen sage ich, wenn Kinder alternativ erzogen werden, muss man sich überhaupt keine Sorgen darum machen, was daraus mal wird. Und die ist, oh, hat so Läppchen verloren. Du sprichst jetzt Deutsch oder Englisch oder wie? Du sprichst Deutsch, ne? Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch, kann ich schon. Willst du ein bisschen mit hinsetzen oder bleibst du bei der Mama stehen? Ja? Sag mal, ist die Mama, weil ja viele sich dann Sorgen machen, kommen die Nini überhaupt dazu, so richtig sich ums Kind zu kümmern, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ihr geht auch zwischendurch mal in den Zoo spazieren, was man so als anständige Mutter macht. Zoo mögen wir überhaupt nicht. Tiere eingefangen und eingesperrt, das ist uns ein Gräuel und unser Herz blutet ja schrecklich, wenn wir das sehen. Wir gehen lieber nach Indien oder nach Ibiza und gucken uns die Tiere in der Freiheit an, Mensch. Könnt ihr ein Zoo gehen, die Tiere rauslassen, das ist ja wenigstens... Sag mal, jetzt rede ich mal mit ihm ganz kurz. We're gonna talk. You see, this is Nina. How long you are married now? Couple of weeks. Einige Wochen verheiratet, also erzählt noch die Wochen. Ja, ja. Sag mal, wie sieht denn aus, wenn er früh aufsteht? Ist das immer so? Hält das dem Schlafen stand, oder? Naja,
in Ibiza macht er ja viel unter Wasser, die Fische angucken und so. Und da rennt er auch ganz normal rum. Bloß jetzt hier so im Fernsehen will man sich natürlich aufdonnern, warum? Eben, immer auf der Seite schlafen, hä? Jetzt, sag mal, you... Oh, you need an ashtray? No, you don't have one. Is he... Who is... Was heißt anstrengend? Is it very, anstrengend? Exhausting. Is it very exhausting to live with her? Because, you know, she's very active. She's talking a lot and she's... It's fucking great. Es ist wunderbar, heißt es auf Deutsch. Also er findet es toll. Er ist noch begeistert. Do you think that that's a wife for the life? Or would you say, because you're 17, your life could be very, very long. The best bird on the planet. Der schönste Vogel auf dem Planet. Der liebt dich wirklich. Aber natürlich. Und du ihn auch? Ich meine, also was sagst du zum Papa? Ist er okay? Ja, ist in Ordnung, ne? Und man kann schön Zimmer wischen. Der ist mit dem hier. Musst du ab und zu, you have to clean? Have to clean, help cleaning? Are you working at home with her or you don't? Do you help at kitchen or do you help her cleaning the rooms and all these things? Ist er richtig, als Hausmann auch zu brauchen? Wir räumen zu Hause nicht aus. Bei uns sieht es aus wie im Wald. Mit Moos. Wir haben einen Balkon. Der ist gar kein Balkon, weil der Balkon, wenn wir aus dem Haus treten, sind wir schon gleich im Garten. Wir leben quasi im Garten. Wo lebt ihr jetzt? Als Maulwürfe sind wir manchmal in Ibiza tätig oder als schwimmende Unterwassermenschen, wie sagt man, Amphibienmenschen, sind wir im großen Meer tätig und zwar in überall, Los Angeles manchmal, Berlin, Grunewald und überall. Ey, wir sind doch Weltbürger. Jetzt macht ihr wieder Musik zusammen. Wie wichtig ist die Musik noch für dich? Ich meine, du bist ja inzwischen fast eine Kunstfigur, also sagen wir mal, du brauchst ja gar nicht mehr zu singen, du bist, hast dich etabliert. Aber ist für dich wichtig, dass du nach wie vor als Musiker aktiv bist? Wir sind gerade von einer Amerika-Tour gekommen, wir machen ständig Live-Konzerte, wir sind eine der fleißigsten Bands in dieser Welt. Und ich verstehe das überhaupt nicht, wir machen so viele Konzerte, das gibt es überhaupt gar nicht. Und die Leute schreiben immer nur Quatsch über uns und vergessen überhaupt völlig, was wir eigentlich wirklich sind, nämlich Musiker. Aha, als solche bist du also hier und er ist, naja klar, aber das, man sieht dich ja immer in der Zeitung hier mit so, guck mal, aber... Als, zwei Gigs gemacht bist du, ist ja aber alles mehr Beauty hier, das ist ja... Das ist doch unsere Hochzeit, man darf doch wenigstens mal aus lauter Freude heiraten, da wird gleich wieder geschrieben, dass man ein doofer, blöder Vogel ist und überhaupt, aber dass wir machen Konzerte. Aha, so, nee, ist lustig, da haben wir bloß ein paar Fotos. Nee, ich finde das schon in Ordnung. Alles ins Beschwerdebuch, was hier passiert. Hast du völlig recht. Nina, du sei nicht traurig. Guck mal, dein guter Ehemann, she's angry because, you know, we... Yeah, she's singing a lot. She always wanted to be asked as a singer, and I just ask her whether she's still doing music, and you do music with her. About the dishes while we don't clean the house, that's what... Oh, right, yeah. Okay, Achtung, pass auf, jetzt nehmen wir mal hier Blümchen für dich. Selbst Nina freut sich noch über Blumen, das ist schon okay. Hoppla, dass ich da nicht rein... Zur ökologischen, balancierenden... Hochheit, dieses Planeten und die Natur und ich, wir sind überhaupt, wir lieben uns so schrecklich. Auf der Blume. Oh, ich bin mit meiner Hand auf der Blume. Das ist sorgenvoll. Das ist, ja, viel, das kann man, sie hat auch so ein Schmuseläppchen, da haben ja viele Kinder so ein kleines... Das ist von den Ratten zerfressen. Das arme Kind, Mensch. Ja, die Ratten, die sind aber Hausratten und überhaupt die. Sie sind an, wenn die sie anstellen. Die sind Künstler, du musst mal deiner Frau zeigen in ihrer Boutique, ja, und sagen, ja, das haben echte Ratten zerfressen und das ist echt Kunst, findest du nicht? Naja, ich bin da etwas konservativ, muss ich dir sagen. Naja, also. Ja, ne, es ist rührend, sagen wir mal. So, Kindi, die dicke Hose kannst du ausziehen, heute ist warm in der Halle. Guck mal, ich muss mich damit ein bisschen einmischen, glaube ich. So, ihr beide singt jetzt, bleibst du ein bisschen bei mir? Mama singt jetzt, nämlich, bleibst du bei mir? Ich habe gestern einen Sohn im Fernsehen gesehen. Mein? Ja, und der saß in der ersten Reihe, ganz kurze Einblendung. War er da gestern? War er nicht? Nee, ich meine, ich müsste der mal rechnen. Da sah jemand so aus wie du. Ehrlich, das arme Kind, Mensch. Nein, aber ich dachte, er wäre zu Hause. Pass auf, bleib ein bisschen bei mir. Wir gucken uns den Titel an. Ihr beide singt Punk-Hochzeit. Ja? Okay, you're gonna sing with her. Komm her. Kommandier nicht so rum, der arme Junge ist ganz verschüchtert. Hier, komm. Wir gucken ein bisschen, ja? Oder trittst du mit auf? Du musst damit auftreten, alles klar. Gut, na komm, da geh mit zur Mami. Und verlier das Läppchen nicht. So, also, hier ist sie. Nina Hagen mit dem neuen Titel It's a Punk Hochzeit.
apart, take this superstar to be your lawfully wedded wife. Oh, yeah. To have and to hold in sickness and in health, to honor and obey till seven depart. What? Nina Hagen, das war die Punk-Hochzeit. Kameraleute, jetzt bitte in die Dusche. Hä? Das war hier Hektik. So geht's. Aber Power macht sie ja. Wir ziehen den großen Bogen von Nina Hagen.